Im Deutschen Bundestag erteile ich das Wort dem Kollegen Sven Lehmann von Bündnis 90 Grüne. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt ja seit Jahren einen gewissen Mythos in Deutschland, nämlich den selbst erschaffenen Mythos der AfD, sie sei die Partei der kleinen Leute. Ich finde, Sie haben mit Ihrem Auftritt heute vor allem eins gezeigt, nämlich dass Sie für Menschen, die arm sind und die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind, vor allem eins übrig haben, nämlich Verachtung und Abwertung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt zur Sache. Heute stellt das Kinderhilfswerk den Kinderreport für dieses Jahr vor. Und dieser Report beschäftigt sich mit dem Thema Armut. Armut bei Kindern und Familien hat sehr, sehr viele Ursachen. Eine Ursache ist aber leider auch, dass das gesetzlich garantierte Existenzminimum eben nicht für alle garantiert ist. Und ich frage Sie, wie erklären wir eigentlich Kindern, deren Eltern auf Sozialleistungen angewiesen sind, wie erklären wir denen, dass diese Leistungen gekürzt werden, wenn zum Beispiel ihr Vater, der an Depressionen leidet, einen Termin beim Jobcenter versäumt? Denn genau solche Fälle machen 80% aller Sanktionen aus. Wie erklären wir diesen Kindern, dass es sogar passieren kann, dass die Heizung abgestellt wird oder sie aus ihrer Wohnung ausziehen müssen? Ich finde, das können wir diesen Kindern nicht erklären, sondern das müssen wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein Existenzminimum, das sagt der Name bereits, ist ein Existenzminimum und ein Minimum sollte nicht gekürzt werden. Und ich frage Sie auch, wie erklären wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Jobcentern, dass sie einen großen Teil ihrer Zeit und ihrer Arbeitskraft damit verbringen müssen, Meldeversäumnisse nachzuhalten, Sanktionen zu berechnen, Sanktionen zu verhängen, obwohl sie wissen, dass das den eigentlich kooperativen Charakter des Fallmanagements gefährdet und damit das Klima in den Jobcentern belastet. Selbst viele Leiterinnen und Leiter von Jobcentern sagen mittlerweile sogar sehr offen, wir wollen mehr Zeit und mehr Ressourcen dafür, zu qualifizieren, zu fördern, zu vermitteln und unsere Zeit nicht damit verbringen, Menschen zu kontrollieren. Und ich finde, Sie haben recht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sanktionen und Einschränkungen von Leistungen sind kein wirkungsvoller Beitrag, um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern. Das zeigen eigentlich alle Studien. Der Staat nutzt diese Sanktionen vielmehr politisch. Und genau diese Politik hat sehr viel Abstiegsängste bis weit in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und deswegen sollten wir genau diese Politik korrigieren. Mit der Agenda 2010 und Hartz IV ist das Fördern und Fordern eingeführt worden. Und diese Balance ist schon längst in einer Schieflage. Immer dann, wenn Sanktionen gegenüber Menschen, die eh schon arm sind, verhängt werden, immer dann treffen diese Sanktionen Menschen dort, wo eigentlich das System versagt. Und deswegen sollten wir darüber sprechen, wie wir Menschen auch in unsicheren Lebenslagen ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit und Teilhabe garantieren können. Wir sollten darüber sprechen, wie wir die Angebote und zur Qualifizierung verbessern. Wir sollten darüber sprechen, wie wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, der auch Menschen mit geringer Qualifikation Chancen und Perspektiven bietet. Und wir sollten ermöglichen, dass Hinzuverdienst nicht bestraft, sondern belohnt wird. Das wäre eine wirkungsvolle und eine würdevolle Sozialpolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und apropos Würde, und das ist mein letzter Gedanke. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes, wurde eben sehr viel über Grundrechte gesprochen, und der Artikel 1 gehört zu einem Grundrecht, sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. In diesem Artikel 1 steht nicht, die Würde der Erwerbstätigen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Würde, die gesetzlich und grundrechtlich garantiert ist, ist sanktionsfrei. Und genau so, nämlich sanktionsfrei, sollte auch die Grundsicherung in Deutschland sein. Ich freue mich sehr auf die Debatte im Ausschuss und hoffe, dass wir endlich bei diesem Thema mal einen richtigen Schritt nach vorne machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Kollegin Jana Schimke ist die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion.